Es ist ja genau das, wie du sagst, es kommt von selbst. Also beim Kind, wenn ich es jetzt frei entscheiden kann, kommt es vom Inneren heraus. Und diese hat eine ganz andere Qualität als genau das, wenn mir wer anderer sagt, ich muss das jetzt tun. Und das ist das, was wir einfach mit unserem ganzen Leben mitnehmen. Es verliert die Leichtigkeit. Wir haben permanent das Gefühl, wir müssen eine Pflicht erfüllen, die jemand anderer uns auflädt. Und dadurch geht die Freude verloren. Was ganz was Wesentliches ist. Ja. Doch um zurückzukommen auf den Punkt, auf die Frage, die du gestellt hast, was antworte ich da? Wo ich dann sage, warum darf unser ganzes Leben einfach keine Freude bereiten? Warum muss es so sein, dass ich eine Pflicht erfülle und die Freude irgendwann dann in der Freizeit kommt? Ja? Das finde ich so traurig. Und mein Mann hat mal eine Phase gehabt, wo er alle Menschen, die ihm so begegnet sind, nicht jetzt die Bekannten, sondern so im Alltäglichen, sei es jetzt Einkaufen oder Bank oder sonst wo, und hat sie gefragt, ob das, was sie tun, ihnen Freude bereitet. Und 95% von diesen Menschen haben geantwortet, nein, sie tun es, weil sie es tun müssen. Und das finde ich dermaßen traurig, weil wir in einem Umfeld leben, wo jeder nur eine Pflicht erfüllt, ohne Freude dabei zu haben. Und es wäre so viel mehr Qualität in unserem ganzen Miteinander, wenn wir das tun würden, weil wir Freude daran haben und nicht, weil wir es tun müssen.